Herzlich willkommen zurück. Kaya Grobelner und Femke Stoltenburg sind erwiesenermaßen sehr gute Volleyballerinnen. Dass die beiden Nationalspielerinnen auch Gitarre spielen können, dürften allerdings die wenigsten wissen. Und auch Trainer Guillermo Hernandez zupft, wann immer er Zeit hat, gerne die Saiten. Mein Name ist Femke Stoltenburg, ich bin 24 Jahre alt und ich bin eine von den Zuspielerinnen von MTV Stuttgart. Hello, my name is Kaya Grobelna, I'm 20 years old and I'm a player for MTV Allianz Stuttgart. Gute Volleyballerinnen müssen nicht nur topfit sein, sie müssen auch ziemlich geschickt mit ihren Händen und Fingern umgehen können. Vielleicht ist das auch der Grund, warum viele Spielerinnen sehr gerne Gitarre spielen, so wie Kaya Grobelner und Femke Stoltenburg. Die Debbie, die spielt auch Gitarre, die war auch schon mal hier und da haben wir zusammen einen schönen Musikabend gehabt. Und Gie spielt auch Gitarre. Und sonst noch jemand? Weiß ich nicht. Sportlich sind die beiden schon in der Champions League angekommen. Beim Gitarrespielen befinden sich beide noch am Anfang ihrer Karriere. Well, when I was at home, my father and my brother also played like guitar, so sometimes. Mein Vater und mein Bruder spielen auch Gitarre und wenn ich zu Hause bin, bringen sie mir immer was bei. Aber ich hatte nie eine eigene Gitarre. Erst seit Weihnachten habe ich meine erste eigene Gitarre. Und die habe ich mit nach Stuttgart gebracht. Jetzt habe ich mehr Zeit zu spielen. Es macht viel Spaß, aber ich muss noch viel lernen. Ich spiele noch gar nicht so lange Gitarre. Ich habe früher immer die Klarinette gespielt. Und diesmal habe ich mir Musik angehört und habe ich gedacht, ich möchte gerne etwas Neues machen hier in Stuttgart und habe dann angefangen, Unterricht zu haben und das erst seit 2 Monaten, 3 Monaten vielleicht, seit Januar. Also es macht mir ganz viel Spaß, auch mit Kaya zusammen zu spielen und einfach etwas Neues zu lernen. Während der Saison bleibt den Spielerinnen kaum Zeit, sich ihrem Hobby zu widmen. Doch die musikalische Zweier-WG übt, wann immer es der Spiel- und Trainingsplan zulässt. Ja, eigentlich schon. Ich versuche auch zu studieren neben dem Sport. Aber Musik ist dann ein bisschen mehr Freizeit und einfach neue Sachen zu lernen. Und ich habe dann so ein total romantisches Bild im Kopf bei einem Feuer, weißt du, mit Freunden oder so. Ich meine, es macht ganz viel Spaß, irgendetwas Neues zu lernen. Und ja, Musik ist dann schon eine gute Hobby. Well, after practices, we often. Wenn wir nach dem Training noch Zeit und Lust haben, holen wir schon ziemlich oft unsere Gitarren raus und üben ein bisschen. Wir haben schon Zeit zu spielen. Wir nehmen uns einfach die Zeit dafür und wenn es nur 10 Minuten sind. Ich denke, wir nehmen unsere Gitarren mindestens einmal am Tag in die Hand. Einfach nur, um den Klang zu hören. Bemerkenswert, wie gut Kaya Grobelner und Femke Stoltenburg den Umgang mit den Gitarrensaiten schon beherrschen. Und das nach so kurzer Zeit und ganz ohne Gitarrenlehrer. Dabei wäre ein ganz außerordentlich guter Gitarrenlehrer gar nicht weit. Hi, I'm Guillermo Naranjo. I'm 30. Almost 9 years old. I'm the head coach of MTV Allianz Stuttgart. Guillermo Hernandez spielt Gitarre, seit er 16 Jahre alt ist. Seine erste musikalische Liebe galt allerdings einem ganz anderen Instrument. Mein erstes Instrument war ein Schlagzeug, aber unsere Nachbarn haben zu meiner Mutter gesagt, entweder dein Sohn bleibt oder das Schlagzeug. Wie seine beiden Spielerinnen hat sich der Spanier alles selbst beigebracht. Für den Cheftrainer ist das Gitarrespielen Ausgleich zum stressigen Liga-Alltag.
Ja, wenn ich zu Hause spiele, ist das Entspannung. Wenn ich mit diesen Jungs hier spiele, entspannt mich das nicht. Die sind einfach zu gut. Nein, Spaß beiseite. Ich kann beim Gitarrespielen sehr gut vom Sport und dem ganzen Druck abschalten. Seit einer spontanen Jam-Session nach dem Pokalfinale kennt man das musikalische Talent des Trainers auch im Stuttgarter Jazzclub Bix. Bandleader Obi Jenne von den Soul Diamonds ist jedenfalls beeindruckt. Was das Schöne bei ihm ist, ist, dass er einfach sehr, sehr rhythmisch veranlagt ist. Also der hat einfach vielleicht auch von einer gewissen Körperlichkeit, keine Ahnung. Ich mache mir natürlich immer Gedanken, wie man sowas dann auch, wo sowas herkommt oder wie sowas vom Sport vielleicht auch kommen kann. Aber einfach, er ist rhythmisch sehr, sehr präzise und sehr gut drauf. Und was er einfach ist, ist sehr kommunikativ. Und das brauchst du als Musiker, um mit jemand anderem wirklich sehr gut zusammen spielen zu können. Wie gesagt, rhythmisch gut, musikalisch, sieht nochmal gut aus. Das ist ja als Musiker vielleicht auch manchmal nicht so ganz unwichtig, wobei bei uns Jazzmusikern das zum Glück keine große Rolle spielt. Nee, auf jeden Fall. Und er ist ein cooler Typ und das ist sehr, sehr wichtig. Ein netter und wirklich, wirklich cooler Typ. Vor allem zu Hause in seiner Heimat Teneriffa findet Hernandez die Zeit und Muße, Gitarre zu spielen. Back at home I had some bands. Zu Hause in Spanien spiele ich in einigen Bands. Bis ich nach Stuttgart kam, 2012, habe ich vor allem in Coverbands Musik gemacht. Wer weiß, vielleicht kann Guillermo Hernandez demnächst ja mit Kaya Grobellner und Femke Stoltenburg zusammen jammen. Mit Debbie van Dalen gibt es noch ein weiteres musikalisches Talent bei Allianz MTV Stuttgart. Der ein oder anderen alternativen Übungseinheit steht also nichts im Wege. Ja, das hört sich doch ganz gut an und das war es auch schon wieder mit dem Allianz MTV Stuttgart Fanmagazin. Wir wünschen viel Glück und Erfolg für das Spiel in Schwerin. Machen Sie es gut. Tschüss, auf Wiedersehen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Ihrer Allianz, Partner und Versicherer von Allianz MTV Stuttgart.